Name ist Rainer Nickel. Ich begrüße zu dieser Präsentation unserer Studie zunächst mal diejenigen, die sie inhaltlich entweder vorstellen oder dann auch kommentieren werden. Ich begrüße, fange einfach mal an mit Antje Grothus von der Klimaallianz Deutschland. Haben wir jetzt noch nachgebessert. Aktivistin, schon lange Bürger für Bür, Mitglied in der Kohlekommission und inzwischen jetzt für die Klimaallianz eben Beauftragte, wenn man das so will, in NRW für den Strukturwandel. Und deswegen sitzt sie natürlich auch jetzt hier mit dabei. Rainer, guten Abend zusammen. Hallo. Wir haben Kerstin Klein. Kerstin ist zweite Bevollmächtigte der IG Metall Köln-Leverkusen und übernimmt jetzt hier in unserer Runde den Gewerkschaftsrat. Das ist ein bisschen holzschnittartig, aber zunächst mal so einfach zugeordnet. Natürlich gibt es auch da unterschiedliche abweichende Positionen, überschneidende Positionen, gar nicht so entscheidend. Und wir haben zwei der Autoren aus diesem Autoren-Zweier-Team. Das ist Sören Becker und Bastian Siebenmorgen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin hat drei Studien zum Strukturwandel der Braunkohleregion vergeben innerhalb des letzten Jahres. Die Studie zur Lausitz liegt schon eine Weile vor. Des Rheinischen Reviers seit Ende letzten Jahres und die zum Mitteldeutschen Revier ist noch in Arbeit. Also es ist ein Trias, zu versuchen, diesen gewaltigen Transformationsprozess auch von Seiten der Stiftung als linksökologische Perspektive einzufangen. Deswegen Strukturwandel von links, das zu beleuchten, da genauer hinzugucken, und wie sowas wie eine sozial-ökologische Transformation funktionieren kann oder zumindest Hinweise dafür zu bekommen. Dafür wurde die Studie vergeben und deswegen beginnen wir natürlich auch mit den Autoren. Meine Frage, ich habe schon gesehen, dass oder gehört vorhin, dass wir auch eine Präsentation haben, als Leitorientierung trotzdem wäre: Wie habt ihr diesen Auftrag, diese Aufgabe interpretiert? Wie habt ihr diese Aufgabenstellung umgesetzt? Und was sind für euch die zentralen Ergebnisse? Das dürft ihr wahrscheinlich mit in dieser Präsentation aufschreiben. Das wären zunächst mal die ersten beiden Leitgedanken für euch beide. Dann steige ich einfach ein, oder? Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, diese Studie vorzustellen. Guten Abend von unserer Seite. Und was uns noch mehr freut als die Möglichkeit, die Studie vorzustellen, ist direkt mit der Diskussion der Studie einzusteigen an der Stelle. Denn so eine Studie kann natürlich im Raum stehen, aber die Frage ist auch, wie wird sie diskutiert, wie wird sie aufgenommen, welche Prozesse kann sie in Gang setzen, welche neuen Gespräche vielleicht. Und das war eine unserer ersten Motivationen, wie wir an diese Studie rangegangen sind. Wir haben versucht, Brücken zu schlagen zwischen möglicherweise verschiedenen Ansätzen, verschiedenen Welten, die auch schon im Gespräch sind, aber die vielleicht noch nicht komplett so in einer Studie zusammen dargestellt wurden. Ich fange an, die Präsentation zu teilen. Das müsste jetzt funktionieren. Genau, das ist der Titel der Studie. Wir sehen
Genau, der Titel für eine sozialökologische Transformation im Rheinischen Revier. Das war unsere Ziellinie, unsere und unsere Ausgangsposition. Was haben wir vor in dieser kurzen Vorstellung? Wir wollen eine kurze Einführung geben in das Rheinische Revier für die Personen, die möglicherweise von weiter weg zugeschaltet sind. Keine Sorge, das wird nicht zu lange sein. Und auch in eine kurze Einführung in die Inhalte, die Ansätze unserer Studie. Wir werden Schlaglichter vorstellen darüber, wie wir analysiert haben, wie derzeit Strukturwandel diskutiert wird und wie der Strukturwandel in der Praxis im Rheinischen Revier organisiert wird. Darauf werden wir kurz Punkte andiskutieren, die wahrscheinlich im weiteren Verlauf dieser Veranstaltung im Zentrum stehen werden, nämlich die Frage nach einer alternativen, einer sozialökologischen Regionalpolitik. Danach gibt es ein kurzes Fazit und weil wir wenig Zeit haben, lege ich direkt los mit dem ersten Punkt für die Person, die das noch nicht kennen, eine kurze Einführung in das Rheinische Braunkohlerevier. Wir blicken hier zurück auf 200 Jahre Braunkohleförderung und diese Geschichte hat eine spezifische regionale Struktur aufgebaut, die einerseits aus großen Anlagen der Braunkohleförderung, hier sieht man noch die heute noch aktiven Tagebaue und auch der Braunkohleverstromung, also in Großkraftwerken, darstellen. Aber das ist nicht das Einzige, was das Rheinische Revier ausmacht. Darüber hinaus haben sich noch verschiedene andere Industrien angesiedelt, die teilweise direkt Produkte aus der Braunkohle verwenden oder aber auch die verfügte Energie nutzen für ihre eigene Produktion. Hier ist vor allem auch die chemische Industrie zu nennen. Wir haben heute noch drei aktive Tagebaue und das Rheinische Revier ist vor allem dadurch ins Bewusstsein gekommen, weil es einer der zentralen Konfliktorte war, in denen sich die Fragen von Auseinandersetzung um den Kohleausstieg, um Klimagerechtigkeit in die öffentliche Debatte geschoben haben. Der Hambacher Forst sei hier nur kurz als Beispiel erwähnt. Wir haben weiterhin bestehende Großkraftwerke, die, das können wir wahrscheinlich später in der Diskussion vertiefen, entsprechend eines Planes ausgeschaltet werden oder abgeschaltet werden sollen. Und ich habe es schon angesprochen, anders als vergleichsweise im Lausitzer Braunkohlerevier haben wir hier eine eher vielfältige Wirtschaftsstruktur mit den verschiedenen Industrien, die ich bereits kurz erwähnt habe, die auch in der Karte sichtbar sind. Und darüber hinaus auch noch eine starke Landwirtschaft, die existiert. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, eine Fokussierung auf Braunkohle und auf der anderen Seite eine vielfältige Wirtschaftsstruktur, die sich auch in einem geringeren Anteil an Braunkohlebeschäftigten ablesen lässt. Was haben wir mit dieser Studie gemacht? Gleich zu Beginn ein paar Disclaimer. Was ist diese Studie nicht? Die Studie ist keine quantitative Prognose für die Entwicklung der Wirtschaft im Strukturwandel oder die Frage, wie kann eine Energieversorgung nach der Braunkohle aufgebaut werden. Die Studie versteht sich auch nicht entsprechend als energie- oder wirtschaftspolitische Strategie und ebenso wenig können wir die Frage lösen, Klima oder Arbeitsplätze, die ja als Widerspruch hinter vielen der Diskussionen um den Kohleausstieg und die Fragen von regionalen Zukünften in diesem steht. Stattdessen, was ist die Studie dann? Wir analysieren Diskurse und Akteure und deren Strategien zum Strukturwandel auf verschiedenen räumlichen Ebenen. Das bedeutet einerseits auf der Bundesebene und andererseits ganz konkret vor Ort im Rheinischen Revier. Wir kritisieren die aktuellen Strukturen und Prozesse im Rheinischen Revier unter der Frage, wer definiert die Ziele, wer definiert die Visionen und wer profitiert auch von der Art und Weise, wie Strukturwandel aktuell organisiert ist. Mit welchem Ziel? Eben mit dem Ziel, Anstöße für eine Diskussion oder eine sozial-ökologische Perspektive aufzumachen und alternative Politikansätze in Bezug auf Strukturwandel zu eröffnen. Das war der kurze Einführung. Ich komme jetzt schon zum zweiten Punkt. Welche Diskurse analysieren wir auf der Bundesebene? Ich habe das so ein bisschen salopp formuliert als Rezepte für den Strukturwandel. Das ist eine Darstellung, die erscheint, wenn man sich verschiedene
einerseits politische Dokumente, aber auch verschiedene Studien, die eben das Thema, wie kann regionale Entwicklung im Strukturwandel aussehen, beinhaltet. Und wenn man sich diese verschiedenen Studien anschaut, hat man das Gefühl, dass verschiedentlich mehr oder weniger sich sowohl die Ziele als auch die Zutaten einigen. So kommen wir zu so einer Art Rezept, Kochrezept. Und das Ziel, das wird dargestellt, unter anderem auch im Abschlussbericht der Kohlekommission, der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Das Ziel lässt sich so zusammenfassen, es soll die Zukunftsfähigkeit dieser Regionen gesichert werden, und zwar durch eine Strategie, die darauf aufbaut, die Industrien ökologisch zu modernisieren, das heißt, den Energieverbrauch zu reduzieren, neue Geschäftsfelder zu entdecken, aber auch die Industrie zu erhalten und auf der anderen Seite etwas zu schaffen, was häufig als Green Economy diskutiert wird, also eine grünere Art zu wirtschaften und auch ein Ersetzen von bestehenden fossilen Rohstoffen durch nachwachsende, durch biologisch basierte Rohstoffe. Die Zutaten, die dafür besprochen werden, sind relativ ähnlich. Es sollen Übergänge geschaffen werden für die Beschäftigten der Kohleindustrie. Das bedeutet, die Personen, die noch in der Kohlewirtschaft eine Arbeit haben, sollen abgefedert aus dem Betrieb aussteigen oder entsprechend alternative Angebote bekommen. Es gibt viele Fördermittel, die gefordert wurden zum Umbau der bestehenden Industrie für grüne Innovationen. Und man kann hier sehen, diese Fördermittel haben vor allem eine starke Markt- und Innovationsorientierung. Das bedeutet, es geht darum, unternehmerisches Handeln vor allem zu fördern. Was stark ebenfalls unterstrichen wurde, ist die Schaffung einer Agentur zur Steuerung dieser Entwicklungen. Das bedeutet, es soll einen Akteur geben, in dem die verschiedenen Fäden für den Strukturwandel zusammenlaufen, und dieser soll möglichst autonom, also eigenständig agieren können, und er soll Netzwerke aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik entsprechend zusammenbringen, steuern und auch motivieren. Das heißt, es soll sozusagen für eine innovative, grünere Region ein Akteur geschaffen werden, der andere Akteure zusammenbringt und entsprechend die dort Innovationen ermöglicht. Was ebenfalls beibehalten werden soll, ist die Idee, die Identität als Energieregion beizubehalten. Diese Rezepte allgemein finden sich, wie gesagt, in verschiedenen Studien und werden interessanterweise für jede der Braunkohleregionen sehr ähnlich diskutiert. Also das ist noch nicht etwas Spezifisches für das Rheinische Revier an sich. Wie wurde das umgesetzt in der Politik? Auch das müsste den meisten Personen bekannt sein, die Darreichung des Rezeptes. Es wurden im letzten Sommer verschiedene Gesetze und Verträge verabschiedet. Das sogenannte Kohleausstiegsgesetz hat einen viel längeren Titel, ich behalte es hier bei dem kurzen Titel, und das Strukturwandelstärkungsgesetz Kohleregion. Was steht da drin? Letztendlich die Umsetzung dieser Rezepturen. Es wurden verschiedene Mechanismen dargestellt für einen Kohleausstieg bis 2030. Verschiedene Mechanismen heißt einerseits Ausschreibungsmodelle und andererseits auch Einigungen, ein Abschaltungspfad mit den Unternehmen der Kohlewirtschaft. Es werden große Summen für die Regionalförderung bereitgestellt. Es wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschaffen. Dieser Vertrag regelt den Abschaltplan und legt gleichzeitig die Höhe der Entschädigungen für die Energieunternehmen fest, die noch in der Braunkohle und auch in der Steinkohle, nein, in der Braunkohle tätig sind. Jetzt könnte man denken, mit diesen Gesetzen ist die Situation besiegelt. Es gibt einen Fahrplan. Und der Kohleausstieg wird jetzt so schrittweise weiter von einfach abgewickelt werden, so wie dieser Fahrplan und die Ausschreibungsmechanismen festgelegt sind. Unser Ansatzpunkt war allerdings ein anderer. Wir denken, dass diese Regelung eher eine Art Zwischenschritt ist, um den Kohleausstieg zu begehen, aber dass er zwar einerseits eine Lösung ist, aber andererseits neue Konflikte
eröffnet. Das sind einerseits Konflikte darum, wann genau welches Kraftwerk abgeschaltet werden wird. Wir haben zwar den Abschaltplan und wir haben auch ein Ausschreibungsmodell, aber inwieweit jetzt hier sozusagen genau welche Lösung dabei angefasst wird, welche Ausnahmen bestehen etc., das ist weiterhin eine Frage der Verhandlung. Und auf regionaler Ebene denken wir, dass es Konflikte um die Verteilung von Fördermitteln eben aus diesen Summen für die Regionalförderung geben wird. Und vor diesem Hintergrund, dass wir sozusagen auf dem am Zwischenstand eines Prozesses sind, in dem weiterhin wichtige Entscheidungen fallen, haben wir uns angeschaut, was passiert konkret im Rheinischen Revier, welche Konflikte bestehen dort, welche Strukturen und welchen Einfluss kann das haben auf die weitere Entwicklung des Reviers. Und an der Stelle wird Bastian übernehmen. Genau, hallo auch erstmal von meiner Seite aus. Genau, dann können wir direkt weitergehen in der Folie. Genau, das an, wir gehen jetzt weiter zu, wer quasi ist jetzt ganz konkret aktiv vor Ort. Wir hatten jetzt eher so diesen allgemeinen Diskurs und jetzt schauen wir uns an, wer ist denn der konkrete Akteur? Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit einem konkreten Akteur, der als zentraler Akteur herausgestellt wird, was Sören auch gerade schon ein bisschen erzählt hat. Und der wurde quasi auch mitunter gesetzt. Ich habe hier ein Zitat aus dem sogenannten Abschlussbericht der Kohlekommission mitgebracht. Schließlich ist das Rheinische Revier bereits vorangeschritten beim Aufbau von Strukturen, um den Strukturwandelprozess zu begleiten bzw. zu unterstützen. Mit der Zukunftsagentur Rheinisches Revier wurde eine Institution geschaffen, die die Rolle einer zentralen Koordinierungsplattform im Revier übernimmt und mit den anderen regionalen Akteuren vernetzt ist. Also quasi schon im Vorfeld gab es sozusagen so eine Agentur. Das schauen wir uns jetzt in einer Zeitleistung nochmal an, wann das entstanden ist. Tatsächlich ist es ein Kind des Koalitionsvertrags von 2010 zwischen Grün und Rot, die damals in den Ruhrpott geschaut haben und gesehen haben, was passiert ist, als die Steinkohle zu Ende gegangen ist und gesagt haben, wir müssen jetzt schon Strukturen aufbauen, damit quasi, wenn die Braunkohle irgendwann zu Ende geht, damals noch zeitlich datiert auf 2045, dann brauchen wir jetzt schon Strukturen, um das aufzufangen. Und die sich jetzt schon darauf vorbereiten. Das Ganze hat dann ein bisschen was gedauert, wurde dann 2014 gegründet und 2018 umgenannt, mit auch einem Wechsel der Landesregierung sicherlich einhergehend. Genau, und was die ZRR genau ist, das schauen wir uns jetzt an. Genau, das sind einmal die Gremien. Das ist eine GmbH, also eine Gemeinschaft mit beschränkter Haftung, und wie alle GmbH hat die Gremien und Prozesse. Und das ist zum einen der Gesellschafter, Vertrag, das sind die Versammlung mit den AnteilseignerInnen, die wir euch jetzt hier mitgebracht haben. Das sind zum einen die verschiedenen Kreise des Rheinischen Braunkohlerevier sowie die ZRR, die das Revier quasi definiert. Zudem sind die Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskammern vertreten, wie Teile der Gewerkschaft. Hier sieht man auch schon direkt so, wer es alles dabei ist. Das ist auch schon eine beeindruckende Liste, aber man sieht auch, wer nicht dabei ist. Genau. Zum zweiten wichtigen Gremium in dieser Struktur gehört zu einem der Gesellschafterversammlung, aber vor allem der Aufsichtsrat, der sich zusammensetzt aus den Gesellschafterversammlungen. Also wir alle haben quasi einen Sitz, die da drin sitzen, aber dazu kommt noch zum einen RWE, dann kommt das Wirtschaftsministerium und kommunale VertreterInnen. Und auch hier wird wieder deutlich, wo das Machtgelage liegt. Und zudem noch ist das Wirtschaftsministerium, also der Staatssekretär des Ministeriums, ist festgelegt im Gesellschaftervertrag als immer den Vorsitz des Aufsichtsrats. Also es ist immer gesichert, dass das Wirtschaftsministerium quasi diesen Platz einnimmt. Genau, das waren so die Gremien. Und was macht jetzt so eine Agentur ganz konkret? Also wir sehen jetzt hier nochmal diese Zeitliste. Und ab 2018 geht es halt richtig los. Also sie wurde umgenannt und dann gab es schon 2018 im September einen Beschluss
dass die Eckpunkte für den Strukturwandel festgelegt werden. Und dass in sogenannten Revierknoten diese Eckpunkte erarbeitet werden sollen. Genau, und diese Revierknoten sind im Endeffekt nichts anderes als Arbeitsgruppen, die zu einem Thema arbeiten. Und quasi das sogenannte Wirtschafts- und Strukturpaket, was dann im Dezember 2019 auf einer Revierkonferenz in Knapsack vorgestellt worden ist, veröffentlicht worden ist. Und man sieht hier, mit welcher Wucht dieses Konzept auch erarbeitet worden ist. Also wir haben von Auftakt der Revierknoten 2018, noch einmal zurück bitte so. Wir haben einen Auftakt in das Wirtschafts- und Auftakt der Revierknoten 2019 September und 2019 Dezember ist das schon fertig. Und das ist ein Dokument von 220 Seiten, was quasi den Rahmen für den Strukturwandel in der Region definieren soll, woran die Förderfähigkeit und die Klassifizierung der Projekte in der Region eigentlich gemessen werden soll. In dem Jahr darauf sollte erst quasi ein Beteiligungsprozess durchgeführt von einem Planungsbüro durchgeführt werden. Also das heißt quasi, man hat erst das Programm geschaffen und dann die Möglichkeit des Revieres und der Zivilgesellschaft und anderen Akteuren dazu Stellung zu nehmen. Genau. Andererseits hat die ZDR selber schon gearbeitet und auch schon im Mai 2020 die Förderfähigkeit von Projekten dargestellt. Das können wir uns auf einer Karte jetzt nochmal angucken. Genau, hier sehen wir nochmal das Revier. Das ist jetzt auch eine Karte von der ZER. Genau, für mich ist, als jemand, der gebürtig aus Aachen kommt, ist neu, dass halt dass diese Region eigentlich zum Rheinischen Braunkohlerevier gehört. Aber genau, die ZER definiert halt diese Region so und man kann schon sehen, dass sich bemüht wird, quasi viele der Regionen und Teile abzudecken. So, und jetzt nochmal uns angucken, was sind das für Projekte? Also wir haben das ja schon angesprochen, die Revierknoten. Wir haben da einerseits Energie und Industrie als ersten Punkt. Wir haben dann als zweiten Punkt Ressourcen und Agrobusiness. Da sieht man schon ganz klar, wo die Reise hingeht. Dann haben wir Innovation und Bildung. Und als letzten Punkt Raum, Infrastruktur und Mobilität. Das sind sozusagen die übergeordneten Themen, wo die Arbeitsgruppen, die Revierknoten zu arbeiten, was die sogenannten Zukunftsfelder darstellt. Worum geht's da im Endeffekt? Genau, im Detail müsst ihr am besten die Studie lesen oder euch mal durch diese Seite durchklicken von der ZDR. Aber im Endeffekt geht es um neue Antriebe, um Rohstoffe, um Innovation, um Gründung. Es geht um Forschung und Entwicklung. Also dieser ganze quasi innovationsgrüner, kapitalistischer Diskurs, der am Anfang von Sören skizziert worden ist, wird da versucht, quasi irgendwie Genüge zu tun. Genau, das sind die die Sachen, die quasi ZDR macht und wie sie funktioniert. Und wir müssen, genau, wir kommen zum Schluss, dass es keine klassische Top-Down-Steuerung ist, wie es sich hier im Revier darstellt, aber dass die ZDR eine Organisation ist, die selektiv Interessen bevorzugt. Und genau, und da ist nicht ganz klar, wie diese Kontrolle und diese vor allem Transparenz, also wie Entscheidungen zustande kommen, wie Förderaufrufe gestartet werden, wie Fachausschüsse zusammenkommen, wie Gutachtengremien definiert werden, ist eigentlich komplett intransparent. Dementsprechend genau ist es schwierig nachzuvollziehen, wie da Entscheidungen getroffen werden. Zudem ist das Gremium von Fachleuten, also diese Arbeitsgruppen, diese Revierknoten, komplett unklar, wie die zusammenkommen, aber es wirkt wie eine sehr geschlossene Gruppe von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. In diesem Prozess war es für uns sogar als forschende Person relativ schwierig, in diese Revierknoten reinzukommen und zu schauen, wie der Prozess abläuft. Es wirkte sogar schon fast so, als wäre das gar nicht gewollt, als wäre ganz klar, man will im inneren Kreis vorher die Tatsachen schaffen, um dann später halt darüber diskutieren zu können. Was auch noch herausragend ist, die Rolle des Aufsichtsrates. Also oft hat sie tatsächlich eigentlich nur die Rolle, dass man eine Aufsicht stattfindet in GmbHs. Und hier hat sie relativ viele Entscheidungskompetenzen, was relativ unüblich ist. Vor allen Dingen im Kontext, wenn man weiß, dass halt Privatunternehmen in diesem Aufsichtsrat vertreten sind. Genau, dann haben wir noch ein paar letzte Punkte. Dass halt quasi auf der einen Seite zu diesem Beteiligungsprozess, der 2020 Corona-bedingt nur etwas schleppend angefangen hat, quasi auch interne Richtungsentscheidungen auf jeden Fall stattgefunden haben, die den Prozess immer begleitet haben. Daher der Prozess auch durchaus fraglich ist
und dementsprechend diese politische Kontrolle und das Zusammenspielen von formellen und politischen Institutionen halt quasi eine Frage ist, die man auf jeden Fall in diesem Kontext diskutieren sollte. Genau, das so ein bisschen zum zum Run durch, wie die Praxis funktioniert. Genau, und jetzt natürlich die Frage ist, unsere Studie hatte ja einerseits leisten wollen, irgendwie die Prozesse sichtbar zu machen, die laufen, aber auch eine konkrete linke Alternative dagegen zu setzen. Und genau, da gehen wir weiter auf der Folie. Genau, das wäre dann, dass wir schon sehen, dass halt im Strukturwandel ein Potenzial schlummert, was transformative Kraft entwickeln kann. Und es gibt in der Region eine sehr starke Zivilgesellschaft, die auch schon zu dem Thema arbeitet. Da wäre als Akteur jetzt der zivilgesellschaftliche Koordinierungskreis zu nennen oder die interventionistische Linke, die auch schon Konzepte und Broschüren zu dem Thema erarbeitet hat. Und genau, da wären Themen angesprochen, die uns auch beschäftigt haben, auf denen wir aufgebaut haben, die wir versucht haben, weiterzuentwickeln. Das wären endogene Regionalentwicklung, öffentliche Daseinsvorsorge, dass wir das gute Leben, die gute Arbeit, natürlich Arbeitszeit und Gesundheitsversorgung und zu guter Letzt selektives Wachstum von nachhaltigen Sektoren. So, was das konkret bedeutet, haben wir versucht, jetzt in zwei Beispielen herauszuarbeiten. Das sind konkrete politische Felder. Das wäre zum einen halt der Strukturwandel und die Energiewende zu demokratisieren. Das heißt, schnellerer Kohleausstieg und die Förderung von emissionsarmen Projekten als zentralen Punkt, die Förderung von gemeinwohlorientierten Unternehmen als Schwerpunkt und eine demokratische und ökologische Förderung von Stadtwerken sowie die Förderung von Energiegenossenschaften als zentralen Punkt. Dann müssen neue Institutionen geschaffen werden, selbstverwaltete Fonds und Stiftungen, die die Zivilgesellschaft unterstützt, Projekte zu fördern, die halt außerhalb diesen Diskurs fallen, der gerade in der Praxis dargestellt worden ist. So, zudem könnten halt Ideen von digitaler Demokratie umgesetzt werden. Gerade im ländlichen Raum ist das halt etwas, was noch zu wenig ausprobiert wird. Als zweiten und letzten Punkt haben wir euch quasi einen sozialökologischen Umbau quasi euch vorgestellt in der Arbeit, wo es zum Beispiel darum geht, gute Arbeitsplätze in Gebäudesanierungen quasi zu schaffen, in der Installation von erneuerbaren Energien zum Beispiel, die gegebenenfalls ja auch durch den öffentlichen Sektor verstärkt gefördert werden können. Der öffentliche Nahverkehr für die Mobilitätswende ist gerade im ländlichen Raum, was ja der rheinische Provinz zum größten Teil ja ist, halt ganz wichtig und zentraler Punkt. Und natürlich die ökologische Landwirtschaft, wo dann direkte Bezüge stattfinden können, um regionale Wirtschaftskreisläufe zu schaffen, die die Region nachhaltig und langfristig fördern würden. Genau, das waren so einzelne Punkte. Und in dem Sinne wird Sören jetzt nochmal ein Fazit ziehen. Genau, ganz kurz zum Schluss. Wir wollen ja nicht zu viel Redezeit beanspruchen. Nochmal den kurzen Überblick. Also Sie haben sicherlich gemerkt, dass wir versuchen, viele Themen in dieser Studie anzusprechen, sozusagen stärker auf einer Vogelperspektive unterwegs sind. Unser Ansatzpunkt ist dabei allerdings die Kritik an bestehenden Institutionen und Visionen zum Strukturwandel. Also wer denkt da wie eng über Strukturwandel nach? Das haben wir eingeordnet in so eine größere Erzählung zur ökologischen Modernisierung und einer Regionalentwicklung durch Innovation, durch schwer kontrollierbare Agenturen, die im Rheinischen Revier, aber auch in anderen Regionen angewendet werden. Und diese beiden Punkte allein sind schon eine Möglichkeit, einzusteigen, über die Kritik zu alternativen Ansätzen zu kommen. Wie könnte das anders organisiert werden? Welche Akteure sind nicht dabei? Welche Akteure haben aber ebenfalls eine Stimme und sollten im Sinne des Empowerments in Diskussionen zum Strukturwandel gehört werden? Das bedeutet auch eine Kritik, die Kritik umzuwandeln in Forderungen nach Transparenz einerseits und einem sozialen, das heißt sozialökologisch und sozialpolitisch orientierten Ansatz. Und wir denken, und das ist die Motivation und auch der Rahmen dieses Vortrags, dass der Strukturwandel Anschlüsse bietet für sozialökologische Politikinhalte und Bündnisse, die aus der Kritik an den konkreten Beispielen diskutiert werden können. Und damit wollen wir enden und danken für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich zunächst mal bei euch beiden. Und ich denke, es ist also für alle, die die Studie gelesen haben, doch relativ
klar geworden, sozusagen, um was es gibt. Und das ist natürlich eine persönliche Schwerpunktsetzung. Das war ja auch jetzt gefordert. Besten Dank dafür. Und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, daran anzusetzen. Ich würde jetzt gerne Antje als Erste die Gelegenheit geben. Und zwar außerdem, was du natürlich auch sonst gerne sagen würdest, würde ich schon gerne hören, und es wäre, glaube ich, auch für uns anderen Zuschauer wichtig, was war für dich wichtig an den Ergebnissen der Studie als jemand, der bei, naja, in diesen bewegten Zeiten, in der wir in vielen Perspektiven dabei war und jetzt eben auch über die Kohlekommission und jetzt auch aus dem Innenleben der ZRR und dieses sogenannten Beteiligungsprozesses beteiligt bist und von da aus auch diese vorgestellten Kritik an den Institutionen wie der Zentralinstitution ZRR, wie das sozusagen von der anderen Seite nochmal aussieht, ob du das bestätigen kannst und wo dann für dich, für euch dann eben die zentralen Kritikpunkte. Und was würdet ihr vielleicht auch noch, das könnten wir aber auch in der zweiten Runde dann machen, was fehlt dir an der Studie, was hättest du dir gerne noch erhofft, erwartet, erwünscht? Bitte schön. Okay, vielen Dank. Erst nochmal danke auch für die Einladung und ja, nochmal vielen Dank für diesen Parforce-Ritt, den wir gerade nochmal gehört haben mittels der Präsentation durch diese sehr letzten intensiven Monate. Und auch vielen Dank für die Studie. Also ich glaube, sie ist eine sehr gute Beschreibung dieses Ist-Zustandes im Rheinland. Und das gibt, glaube ich, die Möglichkeit für viele Menschen, die den Prozess auch nicht so intensiv begleitet haben oder verfolgt haben, einen guten Einblick aus vor allen Dingen natürlich einer linken Perspektive. Ich finde auch, die Studie ist für mich so ein guter Diskussionsaufschlag und auch eine wichtige zitierbare Referenz. Sehr wichtig, auch für uns. Die anderen Reviere sind da häufig im Vorteil, weil sie eine große Nähe haben zu Berlin und sie sind werden häufiger wissenschaftlich untersucht. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass eben auch hier mal das Revier als Forschungsgegenstand hergenommen wurde. Ich finde, es gibt viele sehr berechtigte Kritikpunkte, die ich auch teile. Es gibt auch so Aussagen mit einer gewissen Sprengkraft, die regen dann vielleicht die Diskussion im Anschluss an. Und ich sehe auch in der Studie, um erstmal meinen großen Gesamteindruck zu schildern, bevor ich auf einzelne Punkte eingehe, auch eine ziemlich große Erwartungshaltung an die Linke in der Region, also wenn man die Texte zumindest liest, aber eben auch nicht, um schon exemplarisch auch Impulse zu geben, in welche Richtung es gehen kann und wie eine linke Transformationsstrategie für einen sozialökologischen Wandel auch aussehen könnte. Aber auch da bin ich nochmal gespannt, gleich auf die Diskussion, Redebeiträge aus dem Publikum von der linken Basis vor Ort hier im Rheinland, die das bestimmt dann nochmal mit ganz anderen Augen alles gelesen hat als ich. Ich habe mir für eine gewünschte Kommentierung mal ein paar Punkte rausgegriffen. Und ein Punkt ist natürlich auf jeden Fall dieses Verständnis oder die Definition von Strukturwandel. Ihr habt da sehr klar benannt und auch mit Beispielen untermauert, dass es wir hier mit einem sehr einseitigen und extrem verengten Verständnis von Strukturwandel zu tun haben. Braucht die Schlagworte nicht alle zu wiederholen, aber die werden auch schon, kommen schon zum Ausdruck durch das Wirtschafts- und Strukturprogramm, durch die Kommission, die vorgelagert war mit dem Titel Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Also alles zielt auf Wachstum, auf Wertschöpfung, auf Beschäftigung ab. Und man hat diesen sehr begrenzten technisierten Fokus, dass man alles mit Hightech, Forschung und auch Industrie lösen kann. Das ist für mich allerdings und weiter so ein Festhalten an alten Strukturen und auch den bisherigen Denkweisen und Wirtschaftsweisen. Und ich sehe leider keine Lerneffekte, denn unser bisheriges Wirtschaften hat uns ja genau dahin geführt, wo wir jetzt stehen und hat ja letzten Endes auch zu diesem Prozess der Abnabelung von der Kohle geführt. Wir haben die Klimakrise, wir haben eine Biodiversitätskrise. Das muss klar machen, dass wir jetzt eine Zäsur brauchen. Trotzdem wird Handeln und Denken perpetuiert in dem jetzigen Prozess. Mein Petitum wäre deswegen auch, um die Region jetzt wirklich zukunftsfähig und resilient aufzustellen, brauchen wir eigentlich eine Strukturkorrektur statt einem Wandel. Und das sehe ich noch nicht, dass wir das haben. Dann hatte ich mir noch mal als zweites notiert, Ausdruck dieser alten Denkweisen ist etwas, was wir in dem Prozess häufig hören, sowohl vom Wirtschaftsminister Professor Pinkwart als auch von Ralf Sterk, die immer wieder sagen, auch in öffentlichen Veranstaltungen, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört, wir müssen jetzt hier PS auf die Straße bringen.
Und das zeigt ja eigentlich schon, dass wir sehr weit weg sind, von einem nachhaltigen und ökologischen und sozialen Strukturwandel. Wenn wir von einerseits PS und andererseits, Stichwort Mobilitätswende, von Straßen sprechen. Das heißt, es braucht eine klare Indikatorik und auch klare Anforderungen an alle Projektträger. Und auch das habt ihr sehr schön, möchte ich nochmal hervorheben, auch in der Studie auch klar gemacht. Bei Zukunftsprojekten muss man auf klimaspezifische und ökologische Auswirkungen achten. Das Pariser Klimaziel im Blick haben, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Ich fand aber auch sehr wichtig nochmal die Ergänzung, diesen ganzen Punkt Nachweis der Wahrung von Menschenrechten und von ökologischen und sozialen Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Lieferkette. Und auch kritisch zu beleuchten, ja, wie ist es jetzt eigentlich denn mit dem Wasserstoff oder mit Salzkristallspeichern, um die Erneuerbaren zu speichern? Haben die vielleicht irgendwann auch so verheerende Wirkungen, wie die E-Mobilität beispielsweise hat, durch die Rohstoffausbeutung in anderen Ländern? Und genau diese Kriterien und dieser transparente Katalog für die Bewertungskriterien der Projekte, die ja jetzt schon dauernd genehmigt werden, die fehlen einfach noch. Und das ist einfach ein großer Kritikpunkt. Das ist auch ein Ziel meiner Arbeit, das zu ändern. Ich würde gerne nochmal PS auf die Straße bringen, heißt aber auch noch was anderes. Wir haben in dem Prozess, das kommt, glaube ich, in der Studie nicht so richtig zum Ausdruck, ein unglaublich hohes Tempo. Allein wie dieses Wirtschafts- und Strukturprogramm in ein paar Monaten, diese über 200 Seiten zusammengeschrieben wurden, das ist unglaublich schnell. Auch diese Sternchenvergabe, der Aufsichtsrat trifft sich alle 6 bis 8 Wochen, dann gibt es das nächste Sternchen und ratzfatz sind die ersten Projekte genehmigt und damit die ersten Millionen auch mehr oder weniger verteilt. Also das heißt, das beschleunigt sich oder also ist eine unglaubliche Dynamik in dem Prozess, was natürlich daran liegt, dass viele Gelder locken und wir haben jetzt so eine Projektitis. Das heißt, jeder will da unbedingt seine Projekte auch an den Start bringen, sodass man manchmal auch so ein bisschen einen roten Faden einfach manchmal vermisst, finde ich dabei. Wen wundert es, und das wisst ihr auch alle, in so einem Prozess, der so unter dem Zeitdruck steht, leiden natürlich besonders die Akteure mit wenig Ressourcen. Die können einfach nicht Schritt halten bei den PS, die auf die Straße gebracht werden. Und das ist dann in der Regel sind das zivilgesellschaftliche Akteure und auch Bürgerinnen. Und die haben kaum Zeit, denn sie müssen ja erstmal sehr viel Zeit dafür aufwenden, überhaupt Gehör zu finden in diesem Prozess und sich entsprechend auch aufzustellen. Und das schadet dann wiederum dem Prozess, denn wir wissen alle, die Zivilgesellschaft hat die wichtige Funktion. Sie ist Mittler, Mahner und auch Treiber von Prozessen. Und die Zivilgesellschaft war ja auch der Treiber der Dekarbonisierung und hat eigentlich diesen ganzen Prozess überhaupt nur in Gang gebracht. Von daher schade, dass sie nicht beteiligt sind. Und ich würde gerne, also ich finde gut, dass ihr auch adressiert, dass finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden müssen für Prozesse, für die Zivilgesellschaft. Und ich unterstreiche diese Forderung nach besserer Ausstattung der Zivilgesellschaft. Ich sage immer gern Fonds für zivilgesellschaftliche Aktivitäten. Ihr habt es, glaube ich, auch, ihr habt gesagt, eine Stiftung wäre eine gute Idee, aber auch ein Fonds für ausschließlich gemeinwirtschaftlich organisierte Unternehmen mit Sitz in der Region. Das sind super Ansatzpunkte, finde ich. Und um vielleicht nochmal darauf zu, also um Gemeinwohl zu fördern, was ihr ja gerade auch nochmal kurz erwähnt hattet, dann war der Punkt, und der auch noch sehr, sehr wichtig ist, ich glaube, ihr habt es schon angesprochen, es fließen viele Entschädigungen. Und da ist es aber auch so, in den Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung stehen nicht nur negative Dinge. Da steht zum Beispiel auch, dass die Landesregierung sich diese Entschädigungen, dass die eigentlich gesichert werden sollten, insolvenzfest, um vor allen Dingen auch die Zahlungen für die ganzen Folgekosten, die uns ja im Nachgang noch erwarten, Rekultivierung, diese Ewigkeitskosten mit Sündfunk, was auch immer, dass diese Kosten auch abgedeckt werden können. Also grundsätzlich ist es mit den Empfehlungen eigentlich auch gesetzt. Spannend fand ich den Hinweis, ihr habt am Schluss so gesagt, die Klimaallianz Deutschland, die hat mehrere Stellen in NRW, die sich so mit dem Thema Kohleausstieg und Strukturwandel beschäftigen. Das muss ich ein bisschen richtig stellen. Wir sind in unserem Büro in Düren zu zweit. Aber das ist schon bezeichnet in dem Prozess, wenn ihr sagt, wir sind diejenigen, die am besten mit professionellen Ressourcen ausgestattet sind. Und letzten Endes bin ich die einzige Person, die seitens der organisierten Zivilgesellschaft hier im Rheinland hauptamtlich zu dem Thema Strukturwandel arbeiten darf. Also da sieht man auch, was für eine unglaubliche Unwucht in dem Prozess ist.
positiv finde ich, dass erwähnt wurde, dass ihr seht, dass es überhaupt schon mal gut ist, dass es Partizipationsformate gibt. Das fand ich sehr, es war nur ein kleiner Satz. Ich fand, es hat mich sehr gefreut, den zu lesen. Das teile ich auch. Vor allen Dingen mit dem Hintergrundwissen, dass das überhaupt gar kein Selbstläufer war, dass es jetzt überhaupt so Beteiligungsformate gibt. Das ist nicht selbstverständlich und klar. Und das wurde auch deutlich von euch zum Ausdruck gebracht. Diesen Prozess müssen wir sehr genau beobachten und vor allen Dingen auch kritisch betrachten und begleiten. Das hat jetzt die Erfahrung gezeigt und auch da war der Zeitdruck jetzt ein großes Problem. Um die Demokratisierung des Strukturwandels zu beschleunigen, möchte ich noch auf eine andere Bedeutung des Begriffs Strukturwandels hinweisen. Denn Strukturwandel bedeutet für mich auch, wir müssen die Strukturen, die wir hier im Rheinland haben, eben auch wandeln. Und damit meine ich die Institutionen, die darüber nachzudenken, über RWE, über diese Struktur von RWE. Und wir brauchen mehr Teilhabe in den Strukturen. Stichwort Zukunftsagentur demokratisieren. Wir haben nämlich in der Kommission auch empfohlen, dass es Akteure vor Ort braucht, die das Vertrauen der Bevölkerung genießen. Und die Zukunftsagentur und ihr Vorgänger schon, die Innovationsregion, genießen dieses Vertrauen halt nicht. Warum? Weil strukturell die Zivilgesellschaft in diesen Gremien ausgeschlossen ist. Ihr habt es, glaube ich, vornehm formuliert und gesagt, es fehlen wichtige Akteursgruppen. Ich würde sagen, es gibt einen strukturellen Ausschluss von Zivilgesellschaft. Es fehlen wichtige Akteursgruppen. Kirchen fehlen, Umweltverbände fehlen, zivilgesellschaftliche Akteure fehlen. Vor allen Dingen auch junge Menschen fehlen. Ich könnte jetzt auch noch ergänzen, Frauen fehlen. Genau, also wenn man sich diese ganzen Strukturen einfach mal anschaut, und es profitieren von den Prozessen diejenigen, die bislang immer profitiert haben und denen ist natürlich daran gelegen, den Status quo einfach festzuhalten und das Ganze so zu perpetuieren. Ich komme so ein bisschen zum Ende schon. Also wichtig ist auch, dass wir diese Bürgerbeteiligung institutionalisieren, das heißt innerhalb der Strukturen auch verankern, um einen Interessenausgleich zu schaffen. Dass halt auch einfache Bürgerinnen vertreten sind, so als Agentinnen des Wandels, weil ich glaube, wir haben eine große Schwarmintelligenz, wenn wir die Menschen mehr beteiligen und auch teilhaben lassen. So Form könnte sein, ein Bürgerinnenparlament, wie auch immer, was aus den Kommunen gewählt wird und dann in einem Gremium auch in der Zukunftsagentur vertreten ist. Ich habe da auch schon diverse Vorschläge mal unterbreitet, sodass auch eine Interessenrepräsentanz von Bürgerinnen und Anwohnerinnen einfach da gegeben ist. Dann würde ich gerne noch zwei Sachen sagen, die ich sehr spannend und konstruktiv fand, auf die ich jetzt aber im Kommentar nicht näher eingehen möchte. Das Thema Transformation lernen, also diese Anregung eines Lehrstuhls für kritische Transformationsforschung, finde ich super, würde es aber nicht nur auf das Universitäre beschränken wollen, sondern fände auch schön, wir hätten vor Ort so Wandelwerkstätten, wo die Menschen auf einer ganz anderen Ebene gemeinsam lernen, was denn Transformation sein kann. Und würde da auch gerne das Stichwort Bildung für nachhaltige Entwicklung nochmal ergänzen. Und sehr wichtig, aber das brauchen wir, glaube ich, niemanden sagen und hat vielleicht im Moment sehr gute Chancen, auch aufgenommen zu werden, weil wir halt inmitten dieser Corona-Krise sind, ist natürlich das Stichwort Care Revolution. Ne? Das ist super und sicherlich gut voranzutreiben. Und zum Abschluss vielleicht nochmal, wenn ihr noch zuhören könnt, kurz, Rainer, oder wenn ihr schon reingehen wollt, auch gerne. Was noch konkrete Fragen? Dann mache ich vielleicht noch kurz zu Ende. Ich würde einfach am Schluss gerne für einen anderen Ansatz des Strukturwandelverständnisses werben. Damals schon in der Kohlekommission, ihr hattet gesagt, da war ich auch Mitglied, da haben sich die anderen Mitglieder erfolgreich meinem Ansinnen eigentlich entzogen, zu sagen, wir müssen doch mal eine Definition machen, was ist denn Strukturwandel oder wie verstehen wir das denn hier? Aber es gibt ein Kapitel zur regionalen Verankerung des Strukturwandels in den Regionen. Und da steht eben, und das würde ich gerne nochmal zum Abschluss zitieren, um nochmal den Blick auf diesen Ausgangspunkt auch zu legen. Strukturentwicklung kann nur gemeinsam mit den Menschen gelingen, für die die Regionen Teil ihrer Identität und ihrer Heimat mit Tradition und Zukunft sind. Die dafür notwendigen Schritte sollten aus den Regionen heraus organisiert oder fortgeführt werden, um die Menschen in die Veränderungsprozesse aktiv einzubinden. Jetzt kommt ein zentraler Satz. Es geht dabei nicht nur um ökonomische Rahmenbedingungen, sondern auch um die Attraktivität der Regionen in ihrer landschaftlichen Vielfalt, die kulturellen Traditionen sowie die Lebensqualität und Daseinsvorsorge. Das heißt,
Wir hatten in der Kommission schon einen weiteren Begriff des Strukturwandels und haben den dort auch vorgelegt. Das heißt, Strukturwandel, dafür plädiere ich, der muss ganzheitlich gedacht werden. Wir müssen die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und es ist eben eine Gemeinschaftsaufgabe. Deswegen brauchen wir auch Beteiligung und Teilhabe, können dann diese gemeinsame neue Identität entwickeln und auch die Bürger zu der Mitgestaltung dieses Transformationsprozesses befähigen und auch vielleicht motivieren. Damit wir eine Region bekommen, in der die Menschen gut und solidarisch zusammen leben und arbeiten können, das finde ich wichtig, braucht es halt diese Leitbilder. Und ich sehe, ihr habt die Konflikte kurz adressiert, auch in dem ganzen Feld, in dem wir hier sind. Ich glaube, so ein Prozess ist sehr wichtig für die soziale Befriedung, aber auch für so eine demokratische Verankerung und für eine zukunftsfähige Gestaltung der Region. Und jetzt ist es natürlich eine große Herausforderung für die Linken in der Region, diesen Begriff des Strukturwandels erstmal für sich vielleicht so richtig zu definieren. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist. Ich sehe das noch nicht so richtig. Und ihn dann aber auch mit Leben und Inhalten zu füllen. Und ich glaube, die von euch vorgelegte Studie bietet da unglaublich viele Anknüpfungspunkte. Vielen Dank. Okay, besten Dank. Ich glaube, da sind fröhliche Gesichter bei den Autoren auch, auf das der positiven Rückmeldung. Jetzt bin ich erstmal ganz froh, dass Kerstin Klein dabei ist. Das ist ein Wechsel der Perspektive natürlich, institutionell zunächst mal. Und die Perspektive der Gewerkschaften kommt in der Studie ja auch vor, wird zum Teil kritisch, auch von in den früheren Debatten auch jetzt schon gesehen. Die IG Metall ist ja neben der IGBCE einer der Hauptbetroffenen des sozial-ökologischen Strukturwandels, jetzt nicht unbedingt im rheinischen Revier, sondern vor allen Dingen natürlich, was die Automobilbranche angeht, in Deutschland, in Baden-Württemberg danach vor allem und in Niedersachsen. Und wir haben es hier natürlich mit Schwerpunkt mit der IGBCE zu tun, aber ihr seid ja auch in verschiedenen Berufsgruppen da verankert. Man kann sagen, dass die IG Metall hat sich ja jetzt schon in 19 zumindest gemeinsam in der Demo mit Fridays for Future sozusagen in diesem Themenbereich beteiligt. Und sie hat eine eigene Demo gemacht in Berlin mit Fair Wandel, wo auch NABU-Vertreter, also Umweltvertreter mit dabei waren. Also insofern kann man sagen, sie mischen sich da ein, ihr mischt euch da ein. Das ist eine gute Sache. Und es wäre jetzt spannend zu sagen, wo sind für dich jetzt die Highlights, aber auch möglicherweise die Punkte, die euch als Gewerkschafterinnen da quer gehen. Ich habe nur gehört, ich weiß es nur nicht mal, dass ihr ein eigenes Projekt in der Region habt. Das wäre dann natürlich auch spannend mitzukriegen. Ich habe es versucht. Okay. Wir konnten es aber nicht. Schön, dass du dabei bist. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich will versuchen, das in der Kürze der Zeit mal zu umreißen, was wir uns da vorgenommen haben. Also vielleicht eigene Betroffenheit. Ich bin im Erfkreis geboren und aufgewachsen und lebe seit 20 Jahren in Köln. Also das ist auch so ein Stück weit Heimat für mich. Und ich glaube, das hat die Antje ja eben auch total gut beschrieben. So geht es den meisten Menschen. Wir leben hier und wir arbeiten aber auch irgendwie hier. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht in diesen Spagat reintreiben lassen. Im Prinzip, ne, das, was immer passiert, die Angst um die Arbeitsplätze gegen die Klimafreundlichkeit, die wir unbedingt brauchen, ausspielen zu lassen. So. Und jetzt sind wir nicht in erster Reihe vom Kohleausstieg betroffen wie die BCE, aber wir haben natürlich sehr viele Betriebe in unserer Branche, die unmittelbar da dranhängen, ob das die Rohrleitungsbauer sind, ob das die Kolleginnen und Kollegen sind, die die Stromnetze ausbauen oder auch die neuen Kabel verlegen für die erneuerbaren Energien, die dann Richtung Süden gelegt werden müssen. Und wir haben eine Reihe von energieintensiven Betrieben, die natürlich an der Energieversorgung auch dranhängen, die natürlich auch hier eine Rolle spielen.
Und wir sind ebenso überrumpelt worden von diesem Struktur, von dieser Zukunftsagentur und diesem Strukturwandelprozess, der hier eingeleitet worden ist, durch diese rasante Zeitleiste und auch teilweise intransparenten Prozesse, muss ich sagen. Wir haben 2019 über den DGB, über unsere Bezirksleitung mitbekommen, hey, da läuft jetzt langsam was an und die suchen jetzt nach den Betrieben, die unmittelbar betroffen sind, um auch zu gucken, wenn da Personalabbaumaßnahmen kommen durch den Strukturwandel, inwieweit die unterstützt werden können. Jetzt sammelt mal schnell in 2 Wochen die Betriebe ein, die da unmittelbar dranhängen. Also das war so die erste Berührung für uns mit diesem Projekt. Und wir haben dann gemeinsam auch mit den Geschäftsstellen im Osten in dem Kohlerevier dort auf unserem Gewerkschaftstag einen Initiativantrag gestellt, dass wir unbedingt Unterstützung brauchen als Geschäftsstellen vor Ort in solchen Projekten. Ihr habt das ja auch in eurer Studie drin. Das war, glaube ich, jemand aus einer Kommune, der gesagt hat, wir sind hier 30 Leute, keiner von uns weiß, wie man so einen Fördermittelantrag stellt. Das wissen wir natürlich vor Ort in den Geschäftsstellen auch nicht. Und jetzt haben wir in unserer Vorstandsverwaltung ein eigenes Ressort für regionale Strukturpolitik und haben einen Kollegen dort, der uns jetzt als Pilotregion begleitet und auch einen Kollegen in unserer Bezirksleitung, die also für uns im Prinzip versuchen, uns auf diesen Wegen und in diesen Fragen als Geschäftsstellen vor Ort zu begleiten in solchen Fragen. Wir sind insgesamt 6 Geschäftsstellen der IG Metall, die jetzt in einem Projekt sozusagen hier Rheinisches Revier zusammenarbeiten, also von Köln bis Aachen und von Krefeld bis Bonn. Alles, was so drumherum liegt, wir haben uns zusammengeschlossen, natürlich mit dem Ziel, den Erhalt unserer Industriearbeitsplätze hier auch hinzubekommen unter dem Aspekt in den New Green Deal, also in eine grüne Zukunft und klimafreundliche Industrien auch diese Transformation zu schaffen. Warum ist uns das wichtig? Ich glaube, das ist wichtig grundsätzlich für die Region, dass auch Industriearbeitsplätze erhalten bleiben, weil wir dort einfach eine hohe Wertschöpfung haben. Also ich glaube nicht, dass wir nur von Tourismus und Startups leben können und das im Prinzip auch dann wiederum wichtig ist für die Finanzierung von Krankenhäusern und Infrastruktur, die wir ja dringend brauchen. Und das wurde ja eben auch schon angesprochen, wo wir auch gucken müssen, wie kann das zukünftig hier besser laufen. Also die Wertschöpfung ist einmal wichtig. Dann ist es auch wichtig, dass wir in den Betrieben, die ja bereits bestehen, dass die Menschen, die da arbeiten, eine ganz hohe emotionale Bindung auch an ihren Betrieb haben. Und ich glaube, man kann den Menschen nicht sagen, ach, jetzt stellt euch mal nicht so an, da gehen alte Industrien verloren, aber da passiert ja auch ganz viel Neues und da entstehen ja Chancen für euch. So, man kann aber einem Maschinenbediener nicht in so ein Start-up-Unternehmen für künstliche Intelligenz mal eben hinqualifizieren. Und das wissen die Menschen halt eben auch. Und deshalb ist es für uns auch wichtig zu sagen, wir müssen gucken, dass wir die Betriebe insgesamt, ne, also auch diese familiären Bindungen, sage ich jetzt mal, die zu den Kolleginnen und Kollegen vor Ort bestehen, wenn es geht, irgendwie erhalten und den gesamten Betrieb transformieren hin zu besseren Produkten oder besseren Dienstleistungen, die unser Klima dann nicht verschmutzen. Und wir sind uns auch relativ sicher, dass es wichtig ist, diese Arbeitsplätze zu erhalten, bevor sie einmal weg sind. Weil wenn einmal ein Betrieb verschwunden ist und irgendwo ins Ausland verlagert wurde, dann kriegen wir das auch nicht zurück. Und ich sag das einfach mal an dem Beispiel von den Aluwerken in der Neusser Region. Wenn die einmal nach China verschwunden sind, dann werden wir die auch hier in die Region nicht mehr zurückbekommen. Und die Frage ist halt eben, wenn wir diese globale Perspektive haben, die wir ja auch bei der E-Mobilität haben mit dem Abbau von den Vorprodukten, wie viel besser ist es, ein Aluwerk in China zu haben, als hier, wo sich Beschäftigte und Betriebsräte dafür einsetzen, dass dort eine Kreislaufwirtschaft eingeführt wird und möglichst klimaneutral auch die Produktion fortgeführt wird. Also von daher, das sind, sage ich jetzt mal so, unsere
Antriebe, was wir an dem Vorgehen hier durch die Zukunftsagentur so ein bisschen bemängeln, ist, dass halt eben auch die Vergabe jetzt schon von den ersten Förderungen für uns auch relativ intransparent gelaufen ist, dass ganz viele Forschung- und Entwicklungsbetriebe oder es sind ja noch keine Betriebe, Ideen gefördert worden sind, die dann vielleicht irgendwann mal Arbeitsplätze generieren. Aber das weiß keiner, ob es so kommen wird und vielleicht da auch ganz viel Kohle abgegriffen wird für Sachen, wo wir gar nicht wissen, ob sie zukünftig auch für uns als Menschen, die hier leben, gut sind. Dann haben wir das Gefühl, dass viele Arbeitgeber schon irgendwie hinter den Kulissen in diese Strukturen eingebunden sind, aber das auch nicht bei uns, bei unseren Betriebsräten, bei den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben ankommt, dass das passiert. Und umgekehrt ganz viele Arbeitgeber oder Geschäftsführer in Unternehmen auch nicht so ein großes Interesse daran haben, den Betrieb in eine Transformation zu bringen. Das ist halt eben unser kapitalistisches System. Die Geschäftsführer sind 2 bis 3 Jahre da. Die interessieren sich nur, wie sie die Controlling-Zahlen nach oben kriegen, weil daran ihre eigene Entgeltbemessung hängt. Und was mit dem Betrieb in 5 oder 10 Jahren passiert, ist denen, ich sag's mal ganz platt, scheißegal. So. Und deshalb war es für uns ganz wichtig, wir brauchen ein eigenes Netzwerk von den Betriebsräten, also den Menschen, denen wirklich was daran liegt, diese Arbeitsplätze hier zu halten und was Gutes für die Menschen umzusetzen. Und im Rahmen unseres Projektes wollen wir jetzt erstmal Netzwerke schaffen zu den Themen, die auch die Zukunftstrends sind. Also zum Beispiel Wasserstoff, künstliche Intelligenz, E-Mobilität und so weiter und so fort. Wo liegen denn auch die Chancen für unsere Betriebe? Wo könnten die sich überhaupt hinentwickeln? Und wenn wir diese Netzwerke haben, ich denke mal, dass wir so 60 bis 80 Betriebe oder Betriebsräte aus der Region zusammenbekommen, dann wollen wir natürlich auch die Verantwortlichen aus der Zukunftsagentur einladen, damit sie mit uns ins Gespräch kommen. Was ist denn da schon geplant und wo gäbe es noch Ideen oder Möglichkeiten auch für Förderungscluster, die wir bilden könnten, gerade auch bei uns jetzt im Bereich Transformation in der Automobilindustrie. So, wir haben einfach eine große Automobilregion, die geht von der Forschung in Aachen bis zur Fertigung in Köln und jede Menge Betriebe auch dazwischen. Und ich sag mal, wir haben so ein Motorenwerk in Brühl, die gießen Motorenblöcke. Wenn die Verbrenner dann irgendwann wegfallen, dann haben die Kolleginnen und Kollegen dort natürlich auch Angst um ihre Arbeitsplätze. Aber wenn sie eine Perspektive hätten, wir können vielleicht mit grünem Wasserstoff demnächst Nutzfahrzeuge antreiben mit unseren Motorenblöcken, dann ist das ja etwas, was man dann auch frühzeitig auf die Bahn bringen könnte. Und ich glaube, wenn wir den Menschen diese Chancen aufzeigen, diese realen Chancen, die auch in dem Wandel liegen und der Sicherheit, die das Ganze auch bringen kann, dann haben wir auch eine gute Chance, diesen Spagat zu schaffen, sozial und ökologisch. Und was uns ganz wichtig ist, nochmal als Thema in dem Projekt auch, ist das Thema Qualifikation. Nicht nur Hochschulen ansiedeln, sondern auch duale Ausbildung damit verknüpfen, eine Mischung schaffen zwischen dem, was sich im Handwerk tut. Die sind nämlich in der Digitalisierung und in zukünftigen Technologien teilweise schneller unterwegs als die Industrie. Und hier wäre eine Mischung auch wichtig. Und wir müssen auch gucken, dass auch Facharbeiter eine Möglichkeit haben, eine Umschulung zu machen und nicht nur Leute, die noch nie eine Ausbildung gemacht haben. Also wenn ich die ganzen Werkzeugmechaniker und so weiter in den Betrieben sehe oder Industriemechaniker, die vielleicht zukünftig nicht mehr gebraucht werden, wir aber ganz große Bereiche haben in der IT, wo jetzt händeringend Leute gesucht werden und wo man die Menschen auch in 2 Jahren gut umschulen könnte. Das sind einfach auch Förderinstrumente, die wir brauchen. Und ich glaube, die werden sichtbar, wenn wir im Rahmen unseres Projektes mit den Betriebsräten konkreter in die Überlegungen gehen und auch in den Austausch mit der Zukunftsagentur. Und natürlich suchen wir über unser Projekt auch Netzwerke zu anderen DGB-Gewerkschaften oder Organisationen, die in eine ähnliche Richtung gehen wollen wie wir.
Ich hoffe, das war jetzt in der Kürze irgendwie verständlich. Ja, besten Dank. Ich glaube schon, also das, was ich verstanden habe, war das sozusagen, dass euer Projekt diese Vernetzung der zuständigen betroffenen Verwaltungsstellen und der Kollegen dort vor Ort impliziert und zu versuchen, sich auf den Stand zu bringen, reagieren zu können, sozusagen sich in diesem Prozess zu beteiligen. Da bin ich froh, weil ich habe in dem Projekt selbst gesucht und habe gedacht, das kann es aber eigentlich nur nicht sein. Okay, dann glaube ich, ist es klar jetzt. Dann sind wir gespannt, wie dann letztendlich auch dieser Prozess bei euch dann als interner Prozess weiterläuft und wann sich das auch dann ihr euch zeigt, dann in diesem Prozess einmischt. Denn Antje hat ja, glaube ich, zu Recht gesagt, dass das doch gewaltiges Tempo hat. Und jetzt sind ja diese 2-3 Sterne Projekte sind schon identifiziert und das läuft ja erstmal so weiter. Okay, besten Dank an alle, die bisher sozusagen